So, und hier kriegen wir... Kupfer. Vier Kupfererz. Sehr cool. Den könnten wir sicherlich auch gebrauchen. Okay, das sollte aber jetzt erstmal reichen, um... Hier geht's ja auch noch weiter, ne? Zinn. Oh. Nein, hier hinten geht... Ja, alles klar. Kann auch sein, dass es natürlich dann erst freigeschalten wird, wenn man dann soweit ist, ne? Und auch Eisenwerkzeuge herstellen kann. Vielleicht kann man ja auch aus Zinn und Kupfer... Nee, kann man kein Eisen machen. Das wäre mir neu. Das sind die Steine, die hier liegen. Okay, dann werden wir hier halt nochmal hergehen müssen. Und der Bär bleibt halt hier liegen. Der vergammelt doch. Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht so viel tragen. Aber da liegt ein Wagen, guck mal. Und wo ein Wagen ist, gibt es auch ein großes Bündel mit Hopfensetzling. Und ein Gegengift. Und Apfelwein! Steinpfeile. Bestimmt überfallen worden hier. Hey Leute, klarer Fall, da müssen wir nochmal in Gustovia vorbei und müssen das verkaufen. So, zurück in der Zivilisation. Ausdauernd zu niedrig. Dich brauche ich. Halt, stopp. Only the best products here. Halt, stopp, ich habe hier Kirschwein. 120 bringt der. Zack. Du hast noch 1700 Münzen, das ist gut. Ich habe auch noch Apfelwein. Eine Weinflasche, die können wir ja aufheben eigentlich, ne? Aber der Apfelwein, der wird noch vertickt. Und Pilze, bin ich ehrlich, können wir auch noch suchen. Die bringen Kohle, und zwar nicht so wenig. Wir hier von unserem großen Gewicht mal runterkommen. Ach komm, wir verticken das Ding. Hopfensetzlinge, die behalten... Oh, guck mal, Preis 125, Alter. Jetzt gucken wir mal. Kanuta sitzt da noch. Was kann denn Kanuta? Kanuta kann gar nichts eigentlich. Hallo. Hallo, Gotzimira. Romantik, wie geht's dir, meine Schöne? Geht nicht. Okay, tschüss. Kanuta, kannst du wirklich nichts? Du kannst gut jagen, aber das ist auch schon alles. Und was kann unsere Jägerin aktuell? Wildruder. Wildruder kann hervorragend jagen, kann aber auch sehr gut abbauen. Oh, wir müssen umplanen, Leute. Wir müssen umplanen. Die kann auch gut Fisch fangen. Wildruder. Rasima. Rasima kann auch gut... Ja, okay. Helmut könnte noch gut jagen. Helmut könnte auch gut mit Tieren. Und macht momentan das, was er so gar nicht kann. Deswegen pass auf, wir bauen um. Wildruder übernimmt Gewinnung. Wildruder übernimmt die Gewinnung im Grabungsschuppen. Tut mir leid, aber sie muss jetzt halt daran. So. Wildruder ist Bergarbeiterin. Und Helmut, der alte Schlingel, geht jagen. So, haben wir das. Dann haben wir hier, er kann auch gut Gewinnung. Rasima kann gut Gewinnung. Er könnte auch gut Gewinnung, das ist halt doof. Sie wäre halt gut in der Schmiede. Ah, nee, warte mal. Sie wäre gut in der Schmiede. Und Helmut wäre gut als Jäger. Was er ja macht. Helmut arbeitet als Jäger. Und er
Nee, sie ist gut. Ja, nee, das passt. Sie ist gute Köchin. Helmut holt den Bär. Zum Beispiel. So. Da werden wir hier mal schlafen bis zum nächsten Tag. Super. Und gehen uns jetzt waschen und gehen dann zurück. Einmal sauber machen. Auch noch dringend so ein Waschzuber. So, jetzt müssten wir normalerweise wieder mit ihr reden können. Dass das mal vorwärts geht. Ich will heute auf jeden Fall die Frau noch ranholen. Das klingt auch irgendwie falsch, aber... Ihr wisst, was ich meine. How can I help you? Ja, hallo. Wie geht's dir, meine Schöne? Du siehst stark aus. Das ist ziemlich beeindruckend. Plus 10. 77 sind wir schon. Okay, damit können wir sie beeindrucken. Haha, du bist so witzig. 82? Wenn du anlässt, wird mein Schwarmschmetterling ganz wild in meinem Bauch. Wusstest du, dass mancherorts so eine sogenannte Scheidung durch Kampf durchgeführt wird? Um die Chancen auszugleichen, steht der Ehemann bis zur Hüfte in einem Loch und hat an seinen Arm auf den Rücken gefesselt. Boah, das ist ja mies. Zuneigung plus 3. Ich will schmutzige Dinge mit dir tun, Mädchen. Der Rasimir, Alter. Was denn los? Zuneigung 100. Voll der Stecher. Zuneigung 100, Leute. Das heißt, wir können wieder hergehen und dann können wir sie zu unserer Frau nehmen. Oh, wer bist du? Ach nee, du bist... Gotsimira wird unsere Holde, Alter. So, guck mal, wir können Zinnbarren herstellen. Dann machen wir das doch gleich mal. Und wir können Kupferbarren herstellen. Dann machen wir das auch gleich mal. Sehr cool. Dann brauchen wir Eisenerz. Und Bronze brauchen wir Zinn. Okay. Moment, da müssen wir mal an den Amboss. Was können wir denn da jetzt mitmachen? Bronzewerkzeug, Kupferwerkzeug. Kupferwaffen, Bronzewaffen, Eisenwaffen. Kupferhammer, Kupferaxt, Kupferschaufel, Kupfersichel, Kupferhake. Die Frage ist jetzt natürlich Bronze. Aus Bronze können wir das machen. Alles klar. Ja, dann würde ich schon fast alles auf Bronze gehen. Ne? Das ist ja härter. Bronze Schuhschere. Weil eine Sense brauchen sie ja. Also aktuell zwar noch nicht, weil wir das noch nicht anbauen. Aber das ist gut. Also, da haben wir schon mal 10 Kupferbarren. Ein Kupfererz haben wir hier noch. Und 10 Zinnbarren. Sehr cool. Weil ich würde auch gerne oben in der Kräuterhütte nochmal fix gucken. Was können wir denn hier eigentlich? Heiltränke. Die werden ja auch nicht verkehrt, ne? Entgiftungstrank, Ausnüchterungstrank. Stärkungstränke. Ausdauertrank, Wegwarte. Ja gut, da müssen wir auch eine einstellen. Vergiftete Munition. Sehr schön. Und jetzt gucken wir aber gerade mal in die Technologie rein. Was wird da vielleicht an... Blumentopf aus Ton, Standfackel, Lattenholztür, geschlossener Vorhang, langes Holzregal. Ja, brauchen wir das jetzt? Baumstammbank. Das sind dann alles eher so Sachen, die wir dann brauchen, wenn wir vielleicht... Eine Truhe... Sitzbaumstumpf, okay.
Bogen haben wir, Vogelfalle, Holzlagerfeuer, Dachsfeldteppich, Kräuterhütte, okay, das sind die ganzen Tränke. Das passt, in der Scheune Mehl und Tonbewurf. Tonbewurf, ein Baumaterial, wird aus Ton und Stroh an der Werkbank in der Scheune hergestellt, kann zum Verputzen von Flechtwerk und Holzwänden verwendet werden. Ich denke, Tonbewurf ist vielleicht nicht schlecht. Das holen wir uns mal. Und Mehl, ich glaube, da können wir noch nicht viel anfangen. Hühnerstall haben wir noch nicht. Küche. Da haben wir die Kohlsuppe. Das ist auch das Einzige, was wir momentan anbauen. Das passt. Steinsichel. Ein Werkzeug wird an der Werkbank hergestellt, kann zur Getreideernte verwendet werden. Okay, das brauchen wir auch noch nicht, weil wir Kohl anbauen aktuell. Das werden wir nach und nach. Was jetzt wichtig wäre, wäre so eine Näherei. Und da brauchen wir die Produktionstechnik, indem du Gegenstände herstellst, backst oder kochst. Okay. Hallo Henrika, läuft's bei dir? So. Backen können wir auch. Brot. Ladenbrot, da brauchen wir Mehl und Wasser. Ja, dann sollten wir vielleicht dann doch schon das Schema kaufen, wenn wir hier... Ach, grillen können wir hier auch. Guck dir das an. Sehr cool. Warum... Ach so, wir sammeln hier immer gleich vier... Ah, eben dachte ich noch, hä? So. Wir ernten den Kohl, Leute. So, 33 Kohlsamen haben wir. Mega gut. 122 Kohl. So, die packen wir hier rüber. Und jetzt müssen wir natürlich auswählen. Wir brauchen Dung, ne? Hier haben wir noch Hopfensetzlinge. Haben wir jetzt auf 5. So, und wenn wir den Kohl jetzt hier rüberbringen, müssen wir das nochmal abchecken, dass irgendeiner auch die Felder bestellt. So, und wenn ich dir jetzt hier Kohl reinlege in die Truhe, reicht dir das dann? Kohlsuppe, tatsächlich. Ist in Arbeit. Wiesent, die sollen wir auch jagen, eins, ne? Wollen wir das gleich mal... Danke, Chat. Da sind Wiesent. Rennt weg. Es ist schon soweit. Wir haben's. Wie sind da legt? Mega gut. Guck, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In Borovo. Waren wir da schon? Waren wir schon in Borovo? Ja, da waren wir auch schon, ne? Aber wo wir schon mal da sind, können wir uns ja auch mal kurz umgucken. Vielleicht finden wir ja... Ach, hier gibt's Hühns. Was kostet denn eigentlich so ein Hühnerküken? 563 Münzen, Alter.
Ja, was? Mädels, wie sieht's denn mit euch aus? Hat hier noch jemand Bock? Was könnten ihr gut? Sie kann gut jagen und angeln. Die kann sie gut mit Tieren. Hör auf, sie anzubaggern, Ottmar. Die könnte gut... 3-3. Ja, sie ist eigentlich noch die hier. Ulrike. Großartig, wir sehen uns dort. Wir holen noch Ulrike ran. Ulrike. Zack. Geht hier rein. Und Ulrike kann gut überleben. Sprich, ja, nee, überleben. Die kennen die Kräuterhütte. Ulrike geht in die Kräuterhütte. Ist ein. Yay. Mein Gott, was ein Kampf. Gut. Jetzt holen wir erstmal unsere Braut ab, würde ich sagen. Hallo, Gozimira, möchtest du? Ich habe auch Angst. Ich hatte mein ganzes Leben lang Angst vor Gefühlen, aber jetzt, ich würde gern zusammen mit dir Angst haben. Du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Ein berauschendes Fest, Leute. Erbe. Ein Erbe sichert den Fortbestand deiner Dynastie. Nachdem du und deine Frau beschlossen habt, Nachwuchs zu bekommen, wird sie einen Sohn zur Welt bringen. In den ersten 2 Lebensjahren kümmert sich die Mutter um das Kind. In diesem Zeitraum kann sie keiner anderen Arbeit nachgehen. Sobald dein Sohn 18 Jahre alt ist, wird er bereit, die Führungsrolle in eurer Siedlung zu übernehmen. Jawoll, ja. Gozimira, meine Schöne. Komm.